Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr habt ja jetzt mitbekommen, dass der Sunny mittlerweile hier steht und ihr habt jetzt auch die letzten Videos gesehen von seinem Einzug und von der Integration. Mittlerweile sind 3 Wochen vergangen, seit er hier angekommen ist und ich wollte euch einfach heute mal so einen kleinen Einblick geben, wie unsere ersten 3 Wochen hier so verlaufen sind und wo wir aktuell so stehen. Und heute haben wir auch was Neues mit ihm vor, also es ist jetzt irgendwie immer, man erlebt immer wieder ein paar erste Male. Was wir jetzt die ganze Zeit eigentlich hier schon gemacht haben, also wir haben ihn natürlich erstmal ein bisschen in Ruhe ankommen lassen, auch gerade nach der Integration, dass er hier erstmal ein bisschen Ruhe findet, erstmal ankommt und dann habe ich halt mit solchen Sachen angefangen, wie zum Beispiel ihn auf der Stallgasse mal anbinden, putzen, das immer wieder ein bisschen gesteigert. Dazu kann ich auch euch einfach mal hier ein paar Szenen einblenden, die ich zum Beispiel immer für meine Stories gefilmt habe. Da könnt ihr so ein bisschen sehen, was wir so die letzten Wochen hier so gemacht haben. Also ich sag mal, das waren jetzt insgesamt, ich glaube, 4, 5 Putzplatzeinheiten, also in den 3 Wochen ist jetzt natürlich noch nicht irgendwie die Masse passiert, aber trotzdem hat sich schon einiges getan in der Kürze dieser Zeit und das finde ich immer total interessant, das zu beobachten bei so jungen Pferden, wie schnell die lernen und wie schnell solche Dinge in Fleisch und Blut übergehen. Man darf sich natürlich auch noch nicht darauf verlassen, dass das jetzt immer so läuft. Es gibt auch immer mal wieder Rückschritte, wie zum Beispiel auch heute. Das werdet ihr aber gleich in den Szenen noch sehen, die ich euch dann auch noch mit einem Voice-Over vertonen werde. Dazu aber gleich mehr. Aber man muss immer darauf gefasst sein, dass es auch immer mal wieder Rückschritte geben kann mit so einem jungen Pferd. Aber ich bin wirklich sehr, sehr happy, wie gut er alles hier meistert und wie aufmerksam er bei der Arbeit ist, wie viel Spaß er bei der Arbeit auch hat. Er ist wirklich sehr arbeitswillig und hat eine gute Arbeitseinstellung. Damit lässt sich natürlich auch gut arbeiten und ich muss auch echt sagen, mir macht es so einen Heidenspaß, mit diesem Pferd zu arbeiten, weil der das einfach auch so gut anbietet. Muss man auch manchmal aufpassen, dass man nicht selber zu viel möchte. Deswegen lieber kleinschrittig vorarbeiten, immer kleinere Schritte machen, nicht zu viel auf einmal wollen und dann, ja, kann man das langsam so aufbauen. Wir haben jetzt auch in der kleinen Halle immer schon mal so ein paar Führeinheiten gemacht. Da haben wir jetzt auch solche Basics abgerufen wie loslaufen, stehen bleiben, also anhalten, stehen bleiben. Wir haben jetzt schon mal das auf meine Schulterdrehung, das Folgen geübt zum Beispiel. Ich habe jetzt die letzte Einheit, war sogar ein bisschen mit Rückwärtsrichten. Und da arbeiten wir uns jetzt so peu à peu, immer ein Schrittchen weiter, aber immer erst dann. Es kommt immer erst was Neues, wenn das Vorherige einigermaßen, oder was heißt einigermaßen, wenn das Vorherige sitzt. Und wenn eine Sache abgeschlossen ist, in Anführungszeichen, die ruft man natürlich immer wieder ab. Aber erst dann arbeite ich mich wieder an das Nächste ran. Und so ist so ein bisschen meine Vorgehensweise und ich würde sagen, jetzt habe ich euch so ein bisschen abgeholt, wo wir gerade stehen und nehme euch jetzt einfach heute mal mit bei unserer heutigen Einheit. Wir haben heute, wie gesagt, noch was vor. Das seht ihr dann aber gleich und das werde ich euch gleich erst hier zeigen. Zuallererst werde ich ihn jetzt rausholen und putzen und dann alles Weitere seht ihr gleich. Viel Spaß beim Video und wir sehen uns nochmal für den Abschluss. Ich dachte mir, ich vertone euch das einfach hier nochmal separat, weil das vielleicht auch ein bisschen angenehmer zum Anhören ist, als wenn ihr diese ganzen Nebengeräusche habt und meine Diskussionen, die ich teilweise hier führe, ist es vielleicht ein bisschen angenehmer, euch einfach ein bisschen was dazu zu sagen, was ich hier mache und warum und weshalb und wieso. Also ihr seht, ich habe ihn jetzt hier am Putzplatz und ich habe eben im Intro schon erwähnt, dass es auch Rückschritte gibt und dass ihr das gleich sehen werdet. Also, ich würde es jetzt nicht mal unbedingt einen Rückschritt nennen. Er ist jetzt ja noch ganz, ganz kurz erst bei uns, eigentlich erst die 3. Woche, beziehungsweise jetzt Anbruch 4. Woche. Und ihr seht jetzt hier eben auch gerade gesehen, dass er immer sofort zurückgeht, hier zum Beispiel auch den Huf nicht sofort gibt, weil er mit irgendwas anderem gerade beschäftigt ist oder abgelenkt ist. Das sind alles Dinge, die sind total legitim. Ich möchte halt nur, dass er trotzdem aufpasst und auf mich schaut. Deswegen bin ich auch hier gerade beim Hinterhof manchmal so ein bisschen vorsichtig und habe noch so einen gewissen Abstand und bin so ein bisschen auf, ja, ich sag jetzt mal, auf alles gefasst, weil es einfach alles passieren kann und ich möchte einfach auch nichts riskieren. Und ich meine, wir kennen uns noch mittlerweile zwar schon ganz gut, aber immer noch nicht auswendig, so wie ich jetzt zum Beispiel einen Diamiro kenne. Und ich kann einfach noch nicht alle Situationen ganz genau einschätzen. Deswegen bin ich da manchmal auch ein bisschen mit Vorsicht. Aber im Grunde genommen ist er ja super brav. Aber ihr seht einfach, er ist noch super beschäftigt mit der Umwelt und mit allem, was so drumherum passiert. Wenn dann auch noch Pferde vorbeilaufen oder die Stallgasse verlassen, dann wird er auch nervös. Also das sind alles Sachen, die sind, wie gesagt, absolut normal, legitim. Und das sind einfach die Sachen, die ich meine. Dann stand er jetzt zum Beispiel ein paar Mal schon super, super ruhig am Putzplatz. Und dann beim nächsten Mal ist es auf einmal wieder ein bisschen mehr hampelig, bisschen nervöser wieder. Also es ist wirklich auch so ein bisschen tagesformabhängig, was ist rundherum, was passiert rundherum. Hier hat er zum Beispiel den Hinterhof wieder so ein bisschen wegziehen wollen. Und da muss man halt einfach immer ein bisschen aufpassen, dass man halt auch selber nicht in die Schusslinie kommt. Aber auch dann hat er ihn nur dabei mir gelassen und erst auf mein Kommando abgelassen. Das ist mir halt auch immer sehr wichtig, dass er wirklich auch auf mein
Stimmkommandos hört und da ein bisschen aufpasst. Also wenn man mal sein Ohrenspiel betrachtet, gerade dann auch bei der Arbeit in der Halle, er guckt schon immer mal noch so rum, links, rechts, wo passiert hier irgendwas, was wie gesagt völlig legitim ist, aber das Ohr kommt auch immer wieder zu mir und das ist ja auch erstmal das, worum es geht, dass er mir trotzdem auch immer wieder sein Ohr und seine Aufmerksamkeit schenkt. Dann habe ich ihn erstmal ein bisschen geputzt und nicht wundern, diese Krümelchen, die er hier verliert, er hatte ein Regenekzem, als ich ihn abgeholt habe von dem anderen Aufzuchtstall. Und das behandeln wir aktuell aber super gut mit der Equiskin von Pharmacast. Seitdem ist es echt so gut wie weg. Es sind jetzt echt nur noch vereinzelt ein paar Pusteln, die jetzt beim Putzen halt auch nach und nach immer total leicht rausgehen, ohne großen Druck, wie man jetzt hier auch sehen kann. Also es ist jetzt wirklich so der letzte Rest, der hier noch abblättert. Haben wir wirklich alles super gut mit der Creme in den Griff bekommen. Also wer auch sowas hat oder mal hatte oder wie auch immer es wiederkommt, dann kann ich euch wirklich die Equiskin von Pharmacast sehr empfehlen und ans Herz legen. Generell für alle möglichen Hautdinge ist die wirklich ein absolutes Wundermittel und Heilmittel. Aber das Putzen an sich klappt ja, wie gesagt, schon gut. Ich kann ihn überall anfassen und so, es stört ihn nicht. Er ist halt einfach noch ein bisschen nervös und läuft gerne mal vor, zurück. Muss es halt einfach auch lernen, ne? Dass man am Putzplatz still stehen zu hat. Und das ist einfach, er muss halt auch merken, dass es für ihn auch angenehmer ist, einfach vorne ruhig stehen zu bleiben, weil er dann eben auch den Druck auf der Nase und so vom Halfter auch nicht bekommt, wenn er da vorne reingeht oder auch auf dem Genick, wenn er zurückgeht oder wie auch immer. Ne? Es ist einfach, es ist ein Lernprozess und er muss es einfach lernen, dass es für ihn auch angenehmer ist, stehen zu bleiben. Aber kommt Zeit, kommt Rat, wir haben ja alle Zeit der Welt und das wird auch mit der Zeit, da bin ich zuversichtlich, dass wir das auch bald in den Griff kriegen, dass das etwas ruhiger und entspannter für ihn wird. Und dann hier, ihr seht es, die absolute Premiere. Wir haben einen Spaziergang gemacht, der allererste richtige Spaziergang. Ich bin mit meiner Mama und dem Diamiro zusammengegangen. Hier im Schatten seht ihr auch, dass meine Mama mit dem Handy ein bisschen mitgefilmt hat. Und ja, ich bin echt super, super begeistert. Das war echt eine spontane Idee, weil wir gesagt haben, das Wetter ist gut, es ist nicht mehr ganz so rutschig und nass und matschig. Da können wir es wagen, mal eine erste Runde zu gehen. Und den Weg, den ihr hier seht, den bin ich die Tage zuvor auch schon mal mit ihm bis zu dem Silo vorgelaufen, das man gerade gesehen hat. Den Weg wirklich einmal hoch und runter, aber noch keine ganze Runde. Zwischendrin habe ich mal das Anhalten abgefragt, einfach um zu sehen, ob er auch wirklich auf mich hört und auf mich aufpasst. Das hat aber auch sehr, sehr gut geklappt. Und wie gesagt, dass er guckt und dass er mal sich alles anschauen möchte, das ist auch wirklich überhaupt kein Problem, also wirklich gar nicht. Ich möchte einfach nur, dass er mir trotzdem irgendwie immer seine Aufmerksamkeit schenkt, wenn ich sie einfordere. Aber guckt euch das mal an, er läuft wirklich total gelassen und entspannt hier neben mir her. Und die Szene sieht man leider nicht. Hier ist Diamiro nämlich hinter uns dann. Wir haben mal Positionswechsel gemacht, um mal zu schauen, ob es so rum auch gut funktioniert, ob er auch vorweg geht. Auch das gar kein Problem. Auch ohne Führpferd sozusagen. Und da sogar hat der Diamiro sich vor irgendwas im Gebüsch erschrocken. Sieht man, wie gesagt, nicht, ist nicht auf dem Video. Und ist total zur Seite gesprungen. Und Sunny ist dabei so gelassen geblieben und einfach weitergelaufen. Der hat nicht mal mit dem Ohr gewackelt, der ist nicht zusammengezuckt, gar nichts. Also wirklich, ich bin so begeistert. Und er schleckt auch immer wieder und überlegt. Also die Runde hat wirklich ohne Komplikationen geklappt. Kein Wegspringen, kein nervöses Hin- und Hergegucke, gar nichts. Also wirklich, der ist so brav mitgelaufen. Danach haben wir noch einen kleinen Abstecher gemacht auf dem Platz. Da guckt er eh immer ganz interessiert hin und will alles abriechen. Da habe ich gedacht, komm, wir machen noch mal ein paar kleine Übungen hier, bevor ich ihn dann wirklich auch gänzlich entlassen habe. Aber er hat hier auch echt wieder gut mitgearbeitet. Also das, was wir momentan machen, ist wirklich einfach Basic-Arbeit für Training. Also ja, stehen bleiben. Also länger stehen bleiben, auch wie man mal hier sieht, dass er nicht gleich denkt, wenn ich ihn lobe, dass er wieder loslaufen darf, so wie hier eben, dann wird er von mir ermahnt, erstmal mit einem Stimmkommando. Wenn das nicht funktioniert, muss ich ein bisschen deutlicher werden, aber daran sind wir gerade einfach stehen bleiben, anhalten, stehen bleiben, wieder losgehen, führen und dass er dabei halt eben einfach auf mich hört. Also wenn man mal das innere Ohr betrachtet, es kommt auch immer wieder zu mir und das ist, wie gesagt, das, worum es mir auch jetzt geht. Er soll mir schon zuhören, auch wenn er mal an irgendwas außenrum interessiert ist, dann hat er sich nicht an allem möglichen anderen noch zu orientieren. Also er soll schon auch auf mich achten und nicht nur auf das, was außenrum passiert. Aber alles in allem kann ich wirklich sagen, macht er das super, super entspannt. Ich bin sehr zufrieden, ja, wie gut wir uns das schon erarbeitet haben, auch von letztem Jahr ja schon durchaus. Und da bleiben wir jetzt einfach dran, machen so weiter und nehmen immer mal wieder was mit dazu. Ich habe jetzt ja schon angefangen, habt ihr ja schon gesehen, vorne im Einspieler auch schon mal das Schulter eindrehen, dass er mir auf mein Schulter eindrehen folgt.
Wir haben jetzt Rückwärtsrichten schon angefangen. Wir haben ein kleines bisschen Longieren in Anführungszeichen angefangen. Jetzt sind wir gerade dabei, dass er auch so ein bisschen auf mein Stimmkommando zum Antraben hört. Also man muss sich da wirklich kleinschrittig immer wieder ein Stückchen weiter dran vorarbeiten. Hier die Wendung bzw. das Drehen, dass ich dann eben auch auf der anderen Seite führen kann. Das war mir auch von Anfang an wichtig, dass das von beiden Seiten gut klappt. Aber da bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden, wie das alles schon abrufbar ist. Sowohl in der Halle als auch auf dem Platz, als auch im Gelände, also in wirklich allen möglichen Umgebungen und Variationen. Und da sind wir wirklich schon, ja, einen guten Schritt, sage ich mal, haben wir da, glaube ich, vorgelegt. Auch letztes Jahr schon. Hier hat er mir ein bisschen, ja, hat er nicht so ganz gewusst, was ich von ihm will. Manchmal haben wir noch so ein paar Unstimmigkeiten. Das darf aber auch sein. Auch das ist völlig legitim und normal. Ich muss auch sagen, die rechte Hand ist noch ein bisschen schlechter als linksrum, aber hat man ja immer, dass es eine bessere und eine schlechtere Seite gibt. Aber auch da arbeiten wir dran und ich bin, wie gesagt, sehr zuversichtlich, dass wir das mit unseren weiteren Einheiten jetzt alles immer besser machen werden, dass es immer mehr Routine wird und wir da echt zu einem ganz guten Team zusammenwachsen. Die Basics sind ja schon mal gegeben und alles andere kommt jetzt einfach mit der Zeit. Je länger wir da dranbleiben und je länger wir zusammenarbeiten und je mehr ich mir vom Boden erarbeiten kann, desto besser und einfacher habe ich es später fürs Anreiten. On a run from my given disaster. Speed away from the holy mind. Pride. That's where I never thought it would matter. If I'm gone by now. Das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß beim Zusehen. Ich bin wirklich sehr, sehr happy, wie Sunny das heute gemeistert hat. Unser erster kleiner, richtiger Spaziergang. Nicht nur einen Weg hoch und runter, sondern wirklich eine Runde haben wir heute gemacht. Und er hat es wirklich so vorbildlich gemacht, dass ihr jetzt hier nicht gesehen habt. Das ist natürlich nicht mit drauf. Man hält jetzt auch nicht die ganze Zeit die Kamera drauf. Man will sich auch ein bisschen konzentrieren. Meine Mama hat halt so ein paar Szenen mitgefilmt, weil sie ja mit Diamiro mitgelaufen ist, was ja für den Anfang, finde ich, auch immer ganz gut ist, wenn die Jungpferde so, ja, ein Begleitpferd, ein erfahrenes dabei haben. Aber da sprechen wir hier gerade schon von erfahrenem Begleitpferd. Und ich sag's immer wieder, je oller, desto doller. Der Diamiro ist einmal erschrocken und richtig weggesprungen, weil irgendwas im Gebüsch gezappelt hat. Und wer hat nicht mal mit dem Ohr gewackelt? Ja, der Junge. Sunny ist mit hängendem Kopf weitergelaufen, während der Diamiro hinter ihm Party gefeiert hat. Also wirklich sensationell, Hut ab vor diesem Pferd, der macht das wirklich richtig gut. Und das gibt mir persönlich auch irgendwie immer noch mal so ein bisschen Auftrieb und Motivation, weil es halt einfach wirklich Spaß macht, weil man merkt, dass er arbeitswillig ist, dass er irgendwie, auch wenn er mal guckt, links, rechts, darf er ja auch, er ist jung, er darf auch gucken, er darf sich auch mal erschrecken, ist alles total legitim. Aber er ist trotzdem immer wieder bei mir und das ist, ja, einfach ein schönes Gefühl und es macht total Spaß. Und ja, jetzt würde ich sagen, erstmal genug geredet. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis dahin habt eine schöne Zeit und bis dann.